Dirk ist auf der Piste. Bin gespannt. Oh Gott. Oh, 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 oh. Oh, nee, ne? Nee, nee, nee. 9 Uhr morgens. Nicht unsere Zeit. Und wir wurden abgeordert, hier ab zur Galopprennbahn. Irgendwas mit Fahrrad. Hier Drahteseln oder was auch immer. So, wir haben gar keine Ahnung. Guck mal, was man sieht meinen Atem. Ach so, es ist nicht nur früh, sondern auch kalt. Stimmt. Ja, und wir stehen im Weg. Vergessen. Oh ja. Das Erste, was schon mal krass ist, wir waren letztens beim Football, da gab es Tailgating. Hier gibt es mit Schlafen. Also es wurde einfach hier vorher schon kampiert. Wie man sieht, die Leute sind leidenschaftlich. Schon immer machen, macht dieses am Radsport. Ja. Ulo, 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 ulo. War doch früher immer, oder? Bei der Tour de France. Ich glaube, hier ist ein bisschen cringe, wenn man der Einzige ist. Zieh durch! Ich will ja nichts sagen, aber wir müssen dir dringend ein Fahrrad besorgen. Ich sehe dich auf der Strecke kurz. Ich sehe mich aber nicht einmal rumkommen, das ist das Problem. Nee, du wirst irgendwo krepieren, da müssen wir dich halt finden. Aber vom Prinzip her finde ich das eine gute Idee. Ich habe eine Nummer. Nur noch eine! Ich habe eine Nummer bekommen vorher. Ich rufe den Mann mal an. Dann gucken wir mal, ob wir da was besorgen können. Ach komm, scheiß drauf, Digga. Alex Walkenhorst hier. Stefan, ich grüße dich. Hi. Mir wurde gesagt, dass du vielleicht ein Fahrrad für uns hast. Kann das sein? Ja, das geht vor. Wie lange brauchst du denn noch? Ja, aber dann machen wir noch ein paar Aufnahmen. Dann lass uns doch gleich noch mal kurz. Perfekt. Bis gleich. Guck mal, der Draht für uns. Was ist das denn für eine Meter? Wie überheblich kann man denn sein, Alter? Er gewinnt einfach mit zwei Fahrrädern. Mit zwei Fahrrädern oder was? Oder ist der Kurs so gefährlich, dass man vielleicht immer ein Ersatzrad braucht? So sehen die Dinger aus. Das nicht, also braucht man dafür nicht so eine Schutzhose? Hast du eine dabei? Das wird Freude machen. Das ist das spitzeste Exemplar, Alter. Hier noch so ein Knopf drauf, der vibriert wahrscheinlich. Super hart. Die Sportstadt steht Kopf. Weißt du, was geil ist, wenn du hier gleich herballerst? Du wirst ja noch schön dreckig, weil da ist kein Schutzblech oder so hinten dran und das ist einfach Schlamm, Mann. Können wir uns bitte darauf einigen, dass ich nicht diesen Untergrund bekomme für meine Testfahrt? Du fährst eine Runde und wenn das zur Runde gehört, gibt es da keine Diskussion. Ich möchte nicht, dass du darüber diskutierst. Das dauert eine Stunde oder so, Mann. Hast du gesehen, wie groß das hier ist? Also selbst so eine Runde würde schon wahrscheinlich so 7 bis 8 Minuten dauern. Lass mal die Radexperten fragen, wie man es schafft, seinen Hodensack zu beschützen vor diesen spitzen Satteln. Der Mann sieht so aus, als hätte er Ahnung von Fahrrädern. Ein bisschen, ja. Kann du verkaufst die? Okay, ich sehe den Unterschied, das ist klar. Die wichtigste Frage ist doch, was brauchst du für eine Hose, damit die, sagen wir mal, sensible Körperteile nicht so in Mitleidenschaft gezogen werden von jemandem, der eigentlich noch nie Fahrrad gefahren ist. Jetzt kommt der Trick. Also es empfiehlt sich auf jeden Fall, eine Hose zu tragen, eine spezielle Radhose, die auch einen schönen Einsatz hat, der ein bisschen gepolstert ist. So, jetzt eine Abschlussfrage. Glaubst du, der Mann ist gut gekleidet für so einen Trip hier auf dem Parcours? Für eine Runde auf dem Parcours würde auf jeden Fall auffallen, dass ja, ob es zur zweiten Runde reicht und dann noch bequem ist, wage ich zu bezweifeln. Ich weiß nicht, was du meinst. Guck mal, da ist der Mann mit dem Mikrofon, der richtig Wichtige. Ich habe nicht nur ein großes Mikrofon. Beim Wahoo Rival Cross, das Ganze ist hier auf der Radrennbahn, Galopprennbahn in Düsseldorf. Wetter ist eigentlich ganz geil, ist nicht zu kalt, nicht zu warm. Hier liegen ein paar Blätter rum, die haben hier richtig was aufgebaut. Ja, hier ist ordentlich was los. Heute ist hier Cyclocross Bundesliga. Also die besten Cyclocross-Fahrer aus ganz Deutschland und auch noch ein bisschen über die Grenzen hinaus finden hier den Weg auf die wunderschöne Galopprennbahn und werden sich dann ab 11 Uhr richtig schön in die Fresse hauen gegenseitig. Also hier ist ein bisschen was da. Wird geil, glaube ich. Oh Gott, okay, ich sehe Olaf mit einem freundlichen Mann, der ein Fahrrad in der Hand hat. Das kann nichts Gutes heißen. Tada! Scheiße. F's in den Chat für meinen Unterleib. Auf mit dir. Ich will dich eine Runde fahren sehen. Dirk, zeig mal, wie stark du bist. Was wiegt das Scheißteil? Scheißteil. Was wiegt das Teil? 800 Gramm gefühlt, also weniger als der Pulli von Monte. Wichtig und richtig. Folgendes. Ich würde sagen, ich nehme deinen Rucksack und du gehst mal auf die Piste, Alter. Du steigst hier ein,
Wir machen einmal den Ulle vorne am Start und am Ziel. Und dann fährst du da hinten rum, dann laufen wir da hinten rum, dann siehst du auch sofort, dann sehen wir dich da hinten noch in der Baggerbude da. Ja? Und ich nehme dir auch deinen Rucksack ab und deine Jacke, weil es wahrscheinlich warm wird. So, dann gucken wir mal. Dirk ist auf der Piste. Schauen wir mal, in welcher Pace er hier ins Ziel knallt, beziehungsweise seine Runde startet, so muss man es da sagen. Bin gespannt. Anscheinend hat er auf den ersten 200 Metern schon 30 Sekunden verloren. Auf jeden Fall ist er noch nicht da. Oder er wurde schon abgefangen. Das ist er nicht. So schnell kann man hier vorbeiballern. Und jetzt gucken wir mal, wie schnell Dirk das macht. Ulu. Ist er schon wieder. So, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo er dreckig wird. Ich freue mich drauf. Hoffentlich mault er sich. Ach, du Kacke. Das geht so in die Hose. Was? An der Stelle muss ich ehrlich sagen, hat er nicht so schlecht gemacht. Muss ich ihm lassen. Wo muss ich noch lang? Was kommt jetzt noch? Eis und Feuer? Feuer. Ah, okay. Ja. Das ist kompletter Wahnsinn. Es war wirklich dreimal kurz davor, dass ich mich aufs Maul lege. Also das mit dem Untergrund da vorne. Vollbremsung machen. Eil! Oh Gott! Oh. Verfahren! Ich hab mich verfahren, scheiße. Jetzt kämpft er! Zieh! Unangenehm, jetzt hält er noch Leute auf, die das Rennen wirklich fahren wollen. Maul dich. Nasses Laub, wir brauchen nasses Laub. Fällt mich ran wie ein Dackel. Ich darf nicht mehr. Jetzt im Windschatten, jetzt hat er eine Chance, im Windschatten. Ohne Scheiß, macht echt Bock. Macht wirklich Bock, da so ein bisschen rumzuballern. Dann gehe ich jetzt ein Bier trinken und du machst ein paar Runden? Abgelehnt. So, genug Quatsch jetzt. Jetzt übernehmen hier die Profis auf der Strecke. Schauen wir mal. Schön Lütt. Viel Erfolg. Abfahrt. Und 3 Minuten 40, die ersten haben schon die erste Runde gemacht. Los geht's da! Das ist ja wohl nicht deren Ernst, wie die hier langballern. Fünffache Geschwindigkeit von dir. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt wieder der gesamte Stefan. Alter, es ist auch so knapp. Die Jungs ballern hier noch ein bisschen lang. Apropos ballern, gibt es hier irgendwo einen VIP-Bereich? Und warum haben wir da keinen Zugang, wenn wir denn so einen gibt? Was also ist da für los? Das nächste Mal hier bei Querfeld rein, beim Rival Cross. Auf der Galopprennbahn. Sollten wir da eventuell, jetzt haben wir alles reingebracht, ne? Alles reingebracht. Cycling Club Düsseldorf. Haben wir auch noch drin. Partner ist die Sportstadt Düsseldorf. Und eine Sache folgendes, ne? Geiles Event, aber bitte nicht samstags morgens. Oder halt mit einer Glühwein-Flatrate. Und noch ein Wunsch, im Sommer, dann ist nicht so kalt. Oder die Glühwein-Flatrate. Okay, plus 1.